Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Layers of Fear. So, wir sind ein Räumchen hier weitergegangen. In der letzten Folge. Und ja. Ich muss jetzt durch diese Tür. Gehe ich davon aus. Weiß aber doch gar nicht, ob ich das jetzt will. Aber mir bleibt auch nichts anderes übrig, weil die nächsten, keine Ahnung, 15, 20, 25 Minuten hier drin stehen zu bleiben, macht auch keinen Sinn. Also gehen wir mal weiter. Ich gehe davon aus, dass ihr das auch hört, ja? Also, dass da eine Frau weint. Das scheint da drin zu sein. Ich guck erstmal hierher. Nein. Ich guck da rein. Ich guck nicht da rein. Hier ist abgeschlossen. Hallo. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Was heißt nicht bis jetzt? Jemand hier? Die Tür ist immer noch zu. Also müssen wir wohl in die Richtung weiter. Hallo. Nur eine Tür. Und das Bild bleibt hoffentlich an der Wand, ja? Du bleibst an der Wand? Gut. Licht? Nee, ich habe ja gesagt, Licht will ich nichts mehr anmachen. Irgendwas passiert hier gleich. Irgendwas. Passiert hier gleich. Oh Gott. Oh. Leute, ich erschrecke hier schon, wenn ich bloß über so Scherben laufe. Knoblauchzehen. Wären vielleicht ganz gut. Okay, da sind wir schon mal unbeschadet durchgekommen. Was steht denn hier schon wieder? Der erste Schritt ist am schwersten. Wenn schon diese leichte Musik hier anfängt. Jetzt sind wir in der Küche. Jetzt sind wir doch wieder hier, wo wir vorhin ganz am Anfang, also in der ersten Folge schon waren. Jetzt machen wir einfach mal alles auf. Was zum Geier? Ja.
passiert hier? Was soll der Scheiß? First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Das ist ein Psycho. Ein totaler Psycho. Jetzt sind wir doch wieder im Büro. Das hatten wir doch schon. Und hier ist immer noch verschlossen. Also wir haben... Aber irgendwie schaut sie anders aus. Das haben wir doch auch schon. Das war doch ganz woanders und... Formlose Träume. Was liegt denn jetzt hier? Tief durch. Tief durchatmen. Denk dran. Du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche. Danach bist du über den Berg. Was ist daran so schwer? Ich hätte es nicht tun sollen. Ich hätte es einfach nicht tun sollen. Zuerst suchte ich nach einer Leinwand. Nicht irgendeiner Leinwand, ich muss ja mal so... Das ist doch das, was der gerade... Okay, ich habe das Gefühl, dass wir immer wieder hierhin zurückkehren werden. Ach, war ja klar. Geht das Spiel wieder von vorne los. Ein Auf... Okay, ich weiß, dass ich da rein muss, aber irgendwas sagt mir, dass ich da gar nicht rein will. Was sind das für Schritte?
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Abgeschlossen? Alle Türen abgeschlossen? Ach, hier ist noch eine Tür. Okay, ja, dann gehen wir da mal. Hier ist ein Schlüssel. Okay, wieder ein Brief. Sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihrer Frau sowie Ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Hauttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit, der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zugrunde liegt. Dies vorweggenommen, kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich vom St. Anne Krankenhaus alles in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzungen Ihrer Frau das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten durften. Mann. Selbstverständlich haben Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großer Anspannung leiden, weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde, sofern Sie von jeglicher weiterer Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten, wird mein Assistent Ihnen die Kontaktinformationen mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne Ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie, Dr. Med. William H. Green. Okay. Hauttransplantation. Ja, also hier drin ist scheinbar nichts mehr. Ja, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als reinzugehen. Aber hier ist doch nur. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Okay, und raus da. Ganz schnell raus. Wir mit Sicherheit auch wieder jetzt gleich ins nächste Zimmer müssen. War hier nicht auch noch eine Tür? Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Die ist noch immer verschlossen. Da gehört der Schlüssel rein. Oh Gott. Nee, da will ich nicht hin. Bücher. Wahrscheinlich noch mehr, oder? Yes. Okay, ich muss nach oben. Es bleibt mir nichts anderes übrig, aber ich muss auf den Dachboden. Wow.
da brennt's. Was ist das? Okay, neben kein Licht mehr anschalten, keine Kisten mehr öffnen. Wenn es so weitergeht, öffne ich auch keine Türen mehr. Wir sind hier auf dem Dachboden. Das ist ja... Okay, was ist das? Warnsignale. Die nun folgende Liste ist eine Aufzählung der am häufigsten auftretenden Symptome der Schizophrenie. Während sie typischerweise zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr diagnostiziert wird, ist es bekannt, dass diese Störung auch ältere Patienten betreffen kann. Merken Sie sich, dass diese Symptome nicht exklusiv nur bei Schizophrenie auftreten können und sie darum niemals als endgültigen Beweis für das Auftreten dieser Krankheit angeführt werden sollten. Um eine gesicherte Diagnose zu erhalten, sollten Sie unbedingt einen qualifizierten Spezialisten, zum Beispiel Psychologe, Psychiater, konsultieren. Ausdrucksloser Blick, starren ins Leere. Mit Ja beantwortet, okay. Willkürliches Zucken der Gesichtsmuskulatur, ja. Schlaflosigkeit nicht bemerkt, unübliche Gestik und Körperhaltung schon immer gehabt, Unfähigkeit, Freude bei Aktivitäten zu verspüren, definitiv. Depersonalisation, was soll das überhaupt bedeuten? Ungeschickte, schwerfällige Bewegungen, könnte vom Unfall kommen. Anfälligkeit für wütendes, ablehnendes Verhalten, eher passiv-aggressiv. Antriebslosigkeit, ja. Suizidale Tendenzen, da waren eh zu viel. Fragezeichen, Ausrufezeichen, aha. Nur eine Maus, aber das habe ich vorhin schon mal gesagt. Was ist das? Make up your mind, entscheide dich. Ja. Warum sind hier Kerzen am Boden? Okay, es geht wohl auch nur in die Richtung weiter. Ja, dann müssen wir wohl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin gespannt, was jetzt wieder kommt. Also eigentlich bin ich nicht gespannt. Eigentlich will ich es gar nicht so wirklich wissen. Das ist wieder ein Globus. Also bin ich nicht wundern, wenn wieder irgendwas mit den Bildern oder sowas passiert oder geht es wieder zu einer Tür raus. Alter, haben wir noch was? Sehe ich aber schon mal gar nichts an dem Schrank. Scheint auch zweitrangig zu sein. Okay. Dann, ja, weiter im Text.
Schon wieder. Was war jetzt zum Geier? Oh Mann. Also ich glaube, wenn ich das Spiel durch habe, dann bin ich so 10 Jahre ungefähr mindestens gealtert. Na? Okay, wir nehmen die Tür. Wer sperrt die Tür nicht mehr hinter uns ab? Ich höre eine Uhr ticken. Da ist sie. Dachte ich im ersten Moment schon, dass da etwas oder jemand steht. Hier ist zumindest schon mal heller, aber es kann nicht rückgängig gemacht werden. Was zum Geier ist hier los? Warum ist das denn da so verschwommen? Das ist doch wie ein Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Jetzt wissen wir, was damit gemeint ist. Wir hätten da vielleicht nicht durchgehen sollen. Das ist doch der gleiche Raum. Hä? Das ist ein Hund. Ich überlege gerade, ob ich weitergehen soll oder ob ich sagen soll. Okay, ich gehe weiter. Es bringt nichts. Was zum Geier? Ist hier los? Ich weiß, ich habe die Frage jetzt schon ein paar Mal gestellt. Weil ich keine Ahnung habe, was hier wirklich los ist. So, und den Rest komme ich nicht hin. Und bevor wir uns die nächste Tür hier geben, würde ich sagen, machen wir hier nochmal ein Folgenpäuschen, ja? Schnaufen kurz tief durch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ein paar Schocker auch mit dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch weiterhin auch auf die nächsten Folgen. Werd möglicherweise ein paar graue Haare haben nach dem Game. Aber es macht trotzdem irgendwo richtig Spaß. So dass ich jetzt mit Sicherheit gleich noch ein paar Folgen weiter aufnehmen werde. Für euch heißt das, wir sehen uns in 2 Tagen wieder, übermorgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.